Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Venoms. Ich sitze gerade im Garten, genieße etwas das Wetter. Wochenende steht mitten vor der Tür und mir kam ein Gedanke. Zu den beiden Spinnen, der Acanthoscoria jura nicola mit dem dysgenetischen Syndrom, kam mir gerade der Gedanke, ob diese Spinnen jagen könnten, beziehungsweise ob sie das Futter selbst sich schnappen könnten. Und zwar habe ich noch ein paar Schokoschaben da, die ja relativ zügig und flink unterwegs sind. Und aus den vergangenen Videos, wo wir gefüttert haben, kennt ihr es natürlich, dass ich das Futter angereicht habe, auch ganz speziell, weil argentinische Waldschaben mit den Chilizerren, das haben sie nicht geschafft und so. Und ein Tier ist ja deutlich flinker und agiler von der Art und Weise her. Und ich habe mich gefragt, ob wir tatsächlich hier mal einfach ein paar Schokoschaben reingeben sollten, um zu gucken, ob das Tier darauf reagiert. Also es wird definitiv darauf reagieren und auch, ob es fressen wird. Denn beim letzten Mal war es ja so, dass ich erst die Erfahrung gemacht habe, ich wollte füttern, dann haben sie nicht gefressen und sind wirklich schmal geworden und ich war etwas besorgt. Und dann, als ich das Video gestartet habe, gesagt, hier, wollt euch davon berichten, wir versuchen es jetzt mal zusammen und beide haben gefressen. Also hat geklappt, bestens. Jetzt testen wir mal und gehen mal hoch und schauen, ob diese Tiere tatsächlich auf die Schokoschaben reagieren. Sie werden reagieren, entweder wollen sie sie haben oder denken so, hau ab. Und dann werden wir tatsächlich Futter reichen, wenn es so nicht klappt. Aber ich würde das gerne ausprobieren. Ich werde jetzt nicht beide Tiere parallel aufzeigen, sondern wir werden uns als allererstes mit dem Tier beschäftigen, was deutlich fitter unterwegs ist als das andere. Und zum Schluss kommt dann wahrscheinlich Trommelwirbel, wo ich am meisten drauf gespannt bin. Also, verlieren wir keine Zeit. Ihr guckt euch kurz das Intro an. Ich hole das erste Tier in der Zeit vor. Bis gleich. So, da sind wir beim guten Tier. Ich habe mich gerade gefragt, warum dieses Tier eigentlich keinen Namen hat. Wir beschäftigen uns so oft mit diesem Tier und oder mit diesen beiden Tieren, muss man eher sagen. Und wir haben ja letztens schon andere Namen noch vergeben. Und könnt ihr mal einen Vorschlag machen für die beiden. Dann kann man sie besser auseinanderhalten, weil ich sage immer, das eine Tier ist das, was besser entwickelt ist als das andere, aber das müsste man, glaube ich, sowieso dazu sagen, also that's it. Ich habe hier eine Schokoschabe, eine relativ große, ihr seht auch, dass das Tier, also das sieht man jetzt natürlich nicht, das ist das Tier, was eine Haut schon weiter ist, was sich gehäutet hat und minimalistisch nur verbessert hat. Ich werde jetzt einfach mal die Schokoschabe hier so rein, okay, die sollte eigentlich etwas weiter fliegen, okay. Entscheidung abgenommen. Verdammt. Aber nichtsdestotrotz, von der Größe her, geht da natürlich noch einiges rein. Und ich würde jetzt trotzdem mir nochmal hier erlauben, tatsächlich auch einfach eine weitere Schokoschabe reinzusetzen. Und, ach, ja, keine Ahnung, wie aus dem Drehbuch. Ja, kriegt sie. Sie hat's. Also, Leute, was soll ich sagen? Das, also man hat es gesehen, man hat es ja gesehen, dass die, dass dieses Tier hier gerade tatsächlich, als die da oben einschlug, ich zeige das hier nochmal in der Wiederholung, sofort wahrgenommen hat, da ist noch etwas. Mich freuen jetzt zwei Sachen insbesondere, nämlich erstmal die Tatsache, dass dieses Tier wieder frisst. Ich weiß nicht, warum beide nicht gefressen haben. Sehr komisch. Also ein Tier von beiden nicht frisst, okay. Dass beide parallel nicht fressen. Ach, keine Ahnung. Manchmal muss man die Dinge auch nicht verstehen und da reicht es selbst zum Spekulieren nicht. Aber hier absoluter Wahnsinn. Also ich werde jetzt Folgendes machen und dazu wird es natürlich jetzt auch nicht immer ein Video geben. Ich werde die beiden mal versuchen, soweit in Anführungsstrichen satt zu füttern. Das heißt, ich werde ihnen nach und nach Schokoschaben, Schaben, argentinische Waldschaben geben, um halt zu schauen, wie sie darauf reagieren, um natürlich auch zuzusehen, dass wir den nächsten Schritt in Sachen Häutung machen werden. Ich lasse jetzt nochmal eine vor ihren Füßen reinfallen und sie ist auf jeden Fall daran interessiert. Ich glaube, dass die dritte Schokoschabe jetzt ein bisschen zu viel ist für den Moment. Glaube ich einfach, dass sie das jetzt nicht handeln kann, weil von der Größe her
Ich könnte jetzt noch weitere reinschmeißen. Sie wird auf jeden Fall versuchen, die zu fangen. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ihr seht auch hier zur Linken habe ich ein bisschen größer gegossen, also breitflächiger wollte ich eigentlich sagen. Und ja, Wahnsinn. Also freut mich echt insbesondere, dass dieses Tier hier gefressen hat. Ja, normalerweise, also ihr seht, dass sie etwas erstaunt war. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Schokoschabe erstmal ein paar Runden drehen wird, dass ich mit der Pinzette kommen muss und muss nachhelfen, um das Tier richtig zu lenken, also die Schokoschabe, damit sie Richtung Spinne läuft. Aber diese hier, definitiv brauche ich nicht mehr von der Pinzette zu füttern. Und hey, das ist doch einfach mal auch ein Fortschritt insgesamt. Ihr seht, wie klein dieses Abdomen ist, ne? Hier mal in etwas größerer Aufnahme, wie klein dieses Abdomen ist. Und ich werde jetzt richtig Futter reingeben. Und ich verstehe nicht. Ich habe auch keinen Ansatz dafür, warum beide Tiere eine ganze Zeit lang nicht gefressen haben. Keine Ahnung, werden wir nicht herausfinden. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Idee habt oder so, aber abgesprochen haben die beiden sich definitiv. Also, ich verliere keine weiteren Worte. Ich würde sagen, ich hole einfach mal das nächste Tier her. Und zwar das Tier, was im Gesamtzustand schlechter dasteht. So, ich habe jetzt mal einfach noch mehr versucht, die Box einzufangen, also die komplette Box, weil ich nicht so richtig weiß, was jetzt passiert, damit ihr das auch seht und wir später hier auf Band haben. Ich packe jetzt mal hier vorne die Schokoschabe rein und zu gucken, dass diese Schokoschabe tatsächlich denn nicht in den Spalt reinläuft. Über den hatten wir auch im letzten Video gesprochen, sondern tatsächlich hier oben in der Kante lang. Ja. Na, die Schokoschaben, das ist relativ attraktiv. Ihr seht jetzt, das sind jetzt zwei drin. Ich packe jetzt einfach mal noch eine rein, um zu gucken, wo die hinläuft. Hier unten ist sie gerade und kommt schon eine angelaufen im unteren Rand. Die läuft jetzt gleich den Bogen auf die Spinne zu. Mal gucken, was passiert. Ja, habt ihr gesehen, die Spinne hat das wahrgenommen. Ich schwenke die Kamera nochmal so ein bisschen. Die Spinne hat das wahrgenommen, aber überhaupt gar keine Kontrolle, da hinterher zu kommen. Also überhaupt keine Kontrolle. Oh Mann, wenn ich dieses Tier plötzlich auch. Also ich bin super daran interessiert. Ich gebe jetzt nochmal eine hin. Die läuft auch in die verkehrte Richtung. Ja, die muss ich natürlich dann raussammeln. So, jetzt kommt die hier rum. Die laufen alle in die Höhle rein. Ich würde es ja genauso machen. Und jetzt packe ich mal eine direkt, obwohl da kommt schon eine angelaufen. Mal gucken. Ah, das wird nichts. Das wird nichts. Ihr seht es. Oh, die ist wirklich sehr unkontrolliert. Ja, doch, schafft es jetzt? Schafft es jetzt? Sie hat so ein. Unten links. Ich muss mal gucken, ob ich das richtig denn einfangen kann. Sie hat sie jetzt. Aber Leute, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aus meiner Sicht war das jetzt ein Zufall, ne? Also eine relativ flinke Schokoschabe. Ich gucke nochmal, dass ich eine etwas größere hier raushole. Nee, ihr seht es, ne? Ihr habt es gerade gesehen. Also die Schabe vor ihren Füßen fallen lassen und sie trippelt da rum. Sie kommt überhaupt nicht zurecht. Jetzt mache ich Folgendes. Ich hole jetzt mal eine. Nee, jetzt sollte das erstmal fressen. Hat sie überhaupt die da richtig? Ja, doch, sie hat sie. Die ist halt relativ klein. Was macht sie jetzt? Ja, sie hat sie. Also hier muss ich auf jeden Fall nachbessern. Also wie krass. Ich weiß nicht, vom Gefühl her würde ich sagen, die hat sich gar nicht verändert in eine Richtung. Die andere ist mittlerweile richtig gut unterwegs. Oh, ich bin total hin und her gerissen. Also ich möchte jetzt am liebsten, dass sie definitiv nochmal schon eine hat. Und ich werde es jetzt nochmal versuchen. Den Rest werde ich dann natürlich raussammeln. Dafür müsste ich jetzt erstmal eine bekommen. Ich werde jetzt nochmal hier
Nee, da macht es auch keine Anstalten. Die ist direkt, ja, die ist zu langsam. Also ihr habt es gesehen, ne? Ich hoffe, ihr könnt das verfolgen. Wenn nicht, spult mal einen Moment zurück. Ich glaube, ich kann da gar nicht so gut ranzoomen. Ich versuch's beim Schnitt, denn irgendwie, keine Ahnung. Aber hier ist so, dieses Tier schafft es definitiv mit größter Mühe nur schwache Futtertiere einzufangen. Bei der anderen muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Ich denke, die kriegen wir auch zur nächsten Häutung. Und hier machen wir es jetzt so, oder primär ich, und ich halte euch auf dem Laufenden, dass ich dieses Tier hier mit so viel Futter wie möglich nur versorgen kann, damit man weiß, dass wir mit großen Schritten zur nächsten Häutung kommen. Weil das ist, ich habe das Gefühl, es hat sich verschlechtert. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich einfach gerade ein falsches Gespür dafür habe. Ich würde sagen, wir belassen es dabei und schauen mal, was die Zeit uns bringen wird. Nächstes Video gibt es, wenn ich in beide genug Futter reinbekommen habe, so dass ihr einen signifikanten Unterschied feststellen werdet, und zwar im Umfang, in der Größe des Abdoms. Es ist wirklich sehr, sehr klein. Die Häutungen liegen sehr, sehr, sehr lange zurück. Die hier hat sich nicht gehäutet. Oder hat sie sich gehäutet? Warum muss ich selber nochmal nachgucken? Ich mache mir ein paar Notizen. Hier gab es keine Besserung. Das andere Tier hat sich deutlich gebessert. Und das ist die Chupa Chups Spinne, die ich hier als Anschauungsobjekt immer wieder liegen habe. Muss ich gerade, von der Größe her passt das fast sogar. Naja, wie auch immer. Ich drücke die Daumen, ich hoffe, ihr drückt die Daumen, und dann sehen wir uns mit diesen beiden Spinnen wieder, wenn sie tatsächlich genug Futter aufgenommen haben und Masse gewonnen haben, oder wenn sie kein Futter mehr annehmen. Dann bei einem von beiden gibt es dann wieder ein Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich vor allem für eure Anteilnahme hier. Also ich merke sehr viel ja, Teilnahme zu diesen beiden Spinnen, mit Ideen, mit Anfeuern, mit Daumen drücken, und finde es gut, dass ihr euch ebenso dafür interessiert wie ich. Für meinen Teil, wenn es denn mal nicht so gut mit den Tieren läuft oder es Probleme gibt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ihr bleibt wie immer bitte gesund. Ciao, ciao.